Ich flippe aus. Samsung hat doch tatsächlich neben der Galaxy S20-Serie ein weiteres spannendes Smartphone vorgestellt, nämlich das Galaxy Z Flip, Samsungs nächstes faltbares Smartphone. Und was das kann, das seht ihr in diesem Video. Ja, wie ihr wisst, hat der Samsung seine Galaxy S20-Serie vorgestellt, bestehend aus dem Galaxy S20, dem S20 Plus und S20 Ultra. Das haben wir auch schon ausprobiert. Das Hands-on dazu findet ihr hier oben in der Infokarte. Jetzt geht es aber um Samsungs neuem faltbaren Smartphone, nämlich das Galaxy Z Flip. Hier in diesem Video konzentrieren wir uns eher darauf, wie das Handy so aussieht, was das Handy eigentlich kann. Die ganzen technischen Daten findet ihr alle in meinem Artikel unten in der Videobeschreibung verlinkt, weil wir einfach so ein bisschen auf die Features von dem Smartphone eigentlich eingehen wollen. Samsung hat ja bereits ein faltbares Smartphone, das Galaxy Fold. Mit dem Z Flip geht aber Samsung eine etwas andere Richtung an, nämlich ein anderes Faltkonzept. Das Smartphone ist nämlich jetzt horizontal faltbar. Normalerweise ist es halt ein ganz normales, klassisches Smartphone mit 6,7 Zoll Bildschirmdiagonale bei einer Full HD Plus Auflösung. Und wenn es zusammenklappt, ist es quasi nur die Hälfte groß, super kompakt und passt damit auch in jede Hosentasche. Ein ähnliches Konzept hat ja auch schon Motorola mit dem Razr im Angebot. Jetzt fragt ihr euch bestimmt beim faltbaren Smartphone, wie ist das verarbeitet, wie ist der Faltmechanismus. Samsung garantiert, wie beim Galaxy Fold, 200.000 Faltungen. Das entspricht ungefähr 100 Faltungen pro Tag über einen Zeitraum von 5 Jahren. Ich bin ja mal gespannt, weil Motorola Razr ist ja bereits nach 27.000 Faltungen gebrochen, kaputt gegangen. Ich hoffe, dass es in diesem Fall einfach nicht so ist. Im ersten Moment, wenn du das Smartphone in die Hand nimmst, es fühlt sich auch unheimlich stabil an. Du kannst auch mit einem Finger, also mit dem Daumen so aufklappen, sogar aufschwingen. Es fühlt sich alles sehr, sehr stabil an und Samsung hat einfach an dem Mechanismus gearbeitet, dass er jetzt auch besser ist, keine Schmutzpartikel mehr einfängt durch kleine Borsten in dem Mechanismus. Sieht alles sehr solide aus und fasst sich auch sehr solide an. Wie beim Galaxy Fold merkt ihr auch an der Stelle, wo das Display sich knickt, einen ganz leichten Übergang. Deshalb eigentlich gar nicht so schlimm. Das Smartphone lässt sich trotzdem ganz normal bedienen, fühlt sich gut an. Samsung setzt hier sogar auf ein ultradünnes Glas auf der Oberfläche, also kein Plastikmist oder sowas, sondern ein schönes, dünnes Glas. Das heißt, ihr habt die Haptik eines ganz normalen Smartphones. Aufgrund des Faltkonzepts hat sich Samsung auch ein paar coole Features überlegt. Zum Beispiel ist auf der äußeren Seite noch ein ganz kleines 1,05 großes Display vorhanden, wo ihr dann die wichtigsten Benachrichtigungen bekommt, auch Telefonate annehmen könnt. Und ein ziemlich lustiges Feature ist sogar, wenn ihr die Kamera startet, habt ihr so eine Art Selfie-Modus. Das heißt, ihr aktiviert die Kamera und habt dann die Hauptkamera am Start und könnt auch damit Selfies machen. Das könnt ihr einfach umstellen und dann habt ihr dann sozusagen eine kleine Ansicht auf der äußeren Gehäuseseite mit dem kleinen Bildschirm und könnt dann eben die Fotos machen. Ziemlich praktisch. Auch cool ist, je nachdem, welche App ihr gerade auf diesem kleinen Bildschirm geöffnet habt, zum Beispiel Benachrichtigungen, WhatsApp oder sowas oder die Kamera, wird auch genau diese App gestartet, wenn ihr das Smartphone öffnet. Bleiben wir gleich beim Thema Kamera. Aufgrund des Mechanismus habt ihr jetzt sozusagen auch eine Ständerfunktion mit dem Smartphone. Wenn ihr den Bildschirm nämlich nur um 90 Grad aufklappt, könnt ihr das Smartphone einfach irgendwo hinstellen, Langzeitbelichtung starten, Nachtaufnahmen machen, längere Zeit belichten und dann habt ihr ziemlich coole Aufnahmen, ohne irgendwie ein Stativ noch mitzunehmen. Ziemlich geil. Und wenn ihr in diesem 90-Grad-Winkel seid, die Ständerfunktion nutzt, dann wird auch diese App, die gerade ausgeführt wird, zweigeteilt. Also nicht bei allen Apps, sondern nur bei den angepassten. Das ist zum Beispiel Google Duo ab Werk, Videochat. Das heißt, im oberen Bildschirm könnt ihr dann telefonieren, unten könnt ihr dann verschiedene andere Sachen machen. Oder auch, wenn ihr zum Beispiel die Kamera startet, habt ihr den oberen Bereich mit der Kamera, unten könnt ihr dann den Auslöser bedienen, umstellen auf Foto, Video und so weiter. Oder auch wenn ihr gerade ein Video abspielt, einen Film guckt, dann läuft auf dem oberen Bereich eben das Video oder der Film und unten könnt ihr dann zum Beispiel vor- und zurückspulen oder Pause und wieder Wiedergabe drücken. Kurz noch zur Kamera. Ihr habt hier eine Dual-Kamera auf der Rückseite, jeweils mit 12 Megapixel, eine Standardkamera und eine Ultraweitwinkelkamera. Das klingt auf jeden Fall alles schon mal ziemlich cool. Samsung hat in dem Galaxy Z Fold aber einen zweigeteilten Akku, der insgesamt 3300 mAh groß ist. Hier sehe ich ein kleines Problem im Grunde, weil der Akku doch recht klein ist für die Displaygröße. Da bin ich mal gespannt, wie sich das auf die Laufzeit auswirkt. Was aber wiederum cool ist, ihr habt hier auch PowerShare mit am Start. Das heißt, ihr könnt mit dem Smartphone kabellos andere Geräte wie zum Beispiel Bluetooth-Kopfhörer kabellos aufladen. Das Galaxy Z Flip könnt ihr ab heute vorbestellen. Am 21. März feiert es dann schon Marktstart, also noch bevor die Galaxy S20-Serie auf den Markt kommt. Bei ausgewählten Händlern ist es dann auch verfügbar. Ganz witzig eigentlich, Samsung hat hier eine Art Bewerbungsphase gestartet. Das heißt, Händler konnten sich hier bewerben, um es dann eben in ihren Shops verkaufen zu dürfen. Zu den Händlern gehören dann zum Beispiel Amazon, Sparhandy, Vodafone oder auch die Telefonica. Interessant ist, dass die Telekom gar nicht mit dabei ist.
Zusammengefasst kann man eigentlich sagen, dass das Faltkonzept von Samsung hier ziemlich interessant ist, weil ihr einfach aus einem Smartphone kein Tablet macht, wie beim Galaxy Fold, sondern aus einem sehr kompakten Format ein normal großes Smartphone. Das ist schon ziemlich toll, weil dann eben auch das Smartphone in jede Hosentasche passt. Und ihr habt auch dann dadurch quasi diese Ständerfunktion mit am Start, wobei wir auch da wieder direkt zum Nachteil kommen, weil ich nicht genau weiß, wie kratzanfällig das Gehäuse ist, wenn ihr das Smartphone halt irgendwo platziert und Filme schaut oder gar Fotos von irgendetwas macht. Auch wichtig zu wissen, was kostet das Galaxy Z Flip eigentlich? 1480 Euro verlangt Samsung für sein neues Falt-Smartphone. Nicht gerade billig, aber dafür bekommt ihr auch ein bisschen was. Zum einen natürlich das faltbare Design. Ich meine, das ist natürlich schon ein Megapunkt. Dann außerdem noch das Snapdragon 855 Plus Octa-Core-Prozessor mit 2,9 GHz im Maximum-Takt. Android 10.0 ist ab Werk installiert. Der Speicher ist 256 GB groß und bekommt 8 GB Speicher. Wie gesagt, der Bildschirm ist 6,7 Zoll groß im 21,9:9 Format, also recht lang gezogen. Ziemlich cool auch gerade für Videos. Der Akku ist wie gesagt 3300 mAh groß. Schnellladen ist hier mit 15 Watt möglich. 4G ist mit dabei, Dual-SIM, das heißt, ihr könnt eine normale SIM-Karte einstecken und ihr habt eine eSIM mit eingebaut. So, jetzt habt ihr mal einen ersten Eindruck vom Galaxy Z Flip bekommen, Samsungs zweitem faltbaren Smartphone. Weitere Tests und sonstige Sachen werden natürlich noch folgen. Jetzt würde mich noch interessieren, was ihr denn zu dem Galaxy Z Flip sagt, auch zu dem Preis. Würdet ihr euch sowas holen oder nehmt ihr denn doch eher ein ganz normales Smartphone her, wie das Galaxy S20 oder ein sonstiges Smartphone? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Video.